Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Heute mal ein Video im Haus. Ich zeige euch mal, wie wir hier eine Wand isolieren. Und zwar ist das die Trennwand. Hier auf dieser Seite stehe ich im Raum, wo die Waschmaschine und der Wäschetrockner stehen. Und auf der anderen Seite ist die Toilette. Wir haben im Haus überall die Innenwände aus Fachwerk. Das ganze Haus ist ein Fachwerkhaus. Und hier sieht man ganz deutlich, dass zwischen dem Holz und dem Klinkerwerk, dem Mauerwerk, Schlitze sind. Da kann man im Prinzip übertrieben vom einen Raum in den anderen gucken. Das bedeutet, die kalte Luft aus dem Waschraum hier drückt permanent durch die Wand ins Badezimmer und wir kriegen das Badezimmer nur sehr schlecht geheizt, die Toilette, die dahinter ist. Und um jetzt die kalte Luft hier im Waschraum zu lassen, haben wir jetzt hier ein Holzständerwerk vorgemacht und eine Isolierung dazwischen. Ja, und jetzt wird das Ganze verkleidet. Und der Clou daran ist Palettenholz. Wir machen hier, wir haben Einwegpaletten zersägt im letzten Jahr, haben da überall gleichmäßig Bretter rausgeschnitten. Die schleife ich jetzt aktuell und schraube die hier dran. Im unteren Bereich, am Fußboden, in der Mitte und oben unter der Decke wird mit Palettenholz verkleidet. Dazwischen kommt im Prinzip normales Holz, also im Prinzip eine normale Holzvertäfelung dazwischen. Und dann hoffen wir, dass das eine coole Wand gibt. So ein bisschen auf alt gemacht mit dem Palettenholz. Ja, von der anderen Seite zeige ich die Mauer gleich auch mal, damit ihr mal euch ein Bild machen könnt, worum es hier eigentlich geht. Also in den Zwischenfeldern zieht die kalte Luft vom einen Raum in den anderen. Und das wollen wir jetzt abstellen, indem wir jetzt hier eine Isolierschicht vormachen und die ganze Wand im Prinzip dicht schließen. So, das ist jetzt die Mauer von der Kloseite her. Da kann man sich jetzt vielleicht ein Bild davon machen, dass hier die Ritzen, die zwischen dem Mauerwerk und den Fachwerkbalken liegen, dass die nicht dicht sind. Da kann man überall durchgucken. Und das ist aktuell das Problem, dass die kalte Luft da durchdrückt. So, hier ist das noch extremer. Hier haben wir im Prinzip die Mauer neu ausgemauert, weil das der Raum vorher etwas kleiner war. Haben wir das jetzt neu ausgemauert und da sieht man überall, kann man durchgucken. Das ganze Mauerwerk ist zwar fest, richtig bombenfest, aber es ist halt nicht dicht. Es zieht immer von der Rückseite eiskalte Luft hier durch die Mauer. Hier sieht man es auch nochmal, überall Spalt. Und damit wir die zumachen, werden wir jetzt von der Rückseite im Prinzip einmal die Mauer, das mache ich jetzt aber heute nicht, aber diese Seite, das ist im Prinzip die Wand von der Toilette, auch im unteren Bereich hier. Da unten sieht man das ganz deutlich. Da liegen die Balken auf dem Fundament, auf dem Streifenfundament auf. Und da kann man drunter her gucken. Da konnten wir im Prinzip da hinten in der Ecke in den Stall gucken oder in den Waschraum. Und aus diesem Grund wird jetzt von der anderen Seite die ganze Wand isoliert, weil von dieser Seite mit dem super Fachwerk und den verputzten Mauerteilen werden wir natürlich nicht isolieren, wären wir ja schön doof. Aber hier muss auf jeden Fall was passieren, weil so kann das nicht bleiben. Und jetzt isolieren wir die Rückseite, dann zieht die kalte Luft nicht mehr hier durch und dann kriegen wir es vernünftig warm, weil der Raum ist nicht besonders riesig. Der Raum ist nicht besonders groß, aber muss ja auch irgendwie geheizt werden. Und aus dem Grund geht es jetzt weiter und ich zeige euch, was wir mit dem Holz gemacht haben. So, hier sind wir jetzt an unserem Schleiftisch. Ich hau jetzt mal ein bisschen auf den Schlamm. Im Prinzip ist das eigentlich nur ein Holzbrett, wo wir verkehrt rum so einen Bandschleifer dran gemacht haben. Ist extra so ein Haltesystem dabei, dass man den so montieren kann. Das sind jetzt hier die Palettenbretter. Die haben wir alle auf 30 cm geschnitten. Die schaue ich mir jetzt halt genau an, welche Seite ich verwenden kann. Das ist jetzt diese Seite. Auf der anderen Seite sieht man hier vorne so eine schräge Kante dran. Da kriege ich keine glatte Wand hin. Also wird die Rückseite geschliffen. Die Kanten werden geschliffen von allen Seiten
Und dann werden die Bretter einfach nebeneinander an die Wand geschraubt, so wie ihr es vorhin schon gesehen habt. Das sind jetzt hier alles Palettenholzbretter, alles mit der Kappsäge aufs gleiche Maß gesägt. Die haben alle 30 cm. Das sind jetzt 2, 4, 6, 8, ja, noch so 95 Stück. 10 sind schon dran. Ich brauche pro Reihe 30 Bretter ungefähr. Und ja, dann wird die Wand in der Mitte, oben unter der Decke und unten auf dem Fußboden mit diesem Palettenholz verkleidet. Wenn das nachher an der Wand festgeschraubt ist, dann wird das nochmal mit der Schleifmaschine bearbeitet, dass dann die groben Unebenheiten halt noch weggehen, dass noch die Maserungen so ein bisschen rauskommen. Dann wird das Ganze gewachst und dann kommen in die Zwischenfelder, das zeige ich euch gleich im Haus nochmal, kommen dann ja, so richtige Holzvertäfelungsbretter dazwischen. Die haben wir oben im Schlafzimmer auch an der Wand. Das sieht ziemlich cool aus, wird dann ein bisschen farblich geschaltet und dann wollen wir mal sehen, was das für ein Ergebnis gibt. Ich freue mich schon riesig. Ist jetzt ein bisschen blöde Scheißarbeit, das Ganze zu schleifen, weil das ist schon sehr intensiv. Ich brauche pro Brett, ich schätze mal so 2-3 Minuten. So, das heißt, ja, kann man sich hochrechnen. 20 Minuten für 10 Bretter. Also hier liegen noch 95. Da dauert noch ein bisschen. Aber ich habe es mir jetzt so vorgenommen, ich schleife mal so 10-11 Bretter, einen Stapel weg, da sind immer 10 Bretter. Dann schraube ich die dran, dann gehe ich wieder schleifen. Zwischendurch eine Pause machen, habe schließlich Urlaub. So, und dann wollen wir doch mal sehen, dass wir jetzt zügig mit der Wand fertig werden. Ja, das mal zum Palettenholz. Das ist im Prinzip normale Einwegpalette. Das ist etwas dünneres Holz. Die richtigen Europaletten haben viel dickere Bretter. Außerdem kosten die Geld. Die Einwegpaletten habe ich mal so bei Firmen zusammengesammelt, die eigentlich sonst in Holzmüll schmeißen und da Geld für bezahlen müssen. Da kommt man eigentlich relativ preisgünstig dran. Im Prinzip habe ich da gar nichts für bezahlt, die waren sogar umsonst. Billiger geht es gar nicht. Ist zwar ein bisschen viel Arbeit, dann immer die passenden Bretter rauszusägen. Vor allen Dingen, da dürfen ja keine Löcher drin sein von den Nägeln. Das heißt, ich habe immer die Zwischenteile rausgesägt, habe die hinterher alle aufs gleiche Maß geschnitten und habe dann so jetzt im Prinzip mein Baumaterial, um damit jetzt die Wand zu verkleiden, zumindest einige Felder davon. Die Bretter haben wir jetzt ein gutes Jahr gelagert. Wir haben letztes Jahr die Paletten alle klein geschnitten im Frühjahr. Ja, sogar über ein Jahr. 2016 haben wir die Paletten gesägt, haben das jetzt alles so ein bisschen trocknen lassen. Wobei man immer noch feststellt, die sind noch nicht richtig trocken, weil hier im Stall trocknen die eh nicht richtig durch. Die sind noch ein bisschen klamm. Deswegen schraube ich auch oben zwei Schrauben rein und in der Mitte unten eine, damit sich die Bretter nicht verziehen und verbiegen, weil die werden ja sicherlich in dem Raum da hinten jetzt langsam nachtrocknen, wobei ein bisschen Luftfeuchtigkeit ist da immer drin aufgrund dessen, dass der Wäschetrockner und die Waschmaschine da drin steht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das halten wird. So, dann schleife ich jetzt mal ein bisschen was. Denkt, ich mache das die ganze Zeit hier nur einhändig, das geht gar nicht, ist auch super gefährlich, das machen wir im Moment, habe ich jetzt erst nur einmal gemacht, um zu zeigen, wie die Bretter geschliffen werden. Das ist jetzt von der Oberfläche her schon ziemlich glatt, da gehe ich jetzt gleich noch mal vernünftig drüber, mache auch die Ecken und die Kanten noch mal schön, hier ist eine Macke drin, so, und dann ist das Brett hinterher so dann verbaufertig. Die Kanten, das schleife ich jetzt alles noch mal nach, ich habe jetzt nur einmal einhändig geschliffen. Viele Tischler werden jetzt sagen, ja klar, was ein Honk.
schleift er da mit einer Hand mit dem Bandschleifer. Ist natürlich Quatsch, mache ich jetzt nur zum Zeigen, wie wir es machen. Die schleife ich gleich vernünftig mit zwei Händen, habe Handschuhe dabei an. Das habe ich jetzt nur einmal so zur Demonstration gemacht. Jetzt könnt ihr schon mal grob sehen, wie es funktioniert. Das Bretterschleifen, die Rückseiten schleife ich nicht, die lasse ich so. Die sieht ja eh am Ende keiner. Und dann ist das hinterher ein fertiges Brett für die Montage. Und da muss ich mit den ganzen Brettern auch noch machen. So, die Bretter sind jetzt fertig geschliffen. Die Oberseiten sind ganz glatt. Die Ränder und die Kanten auch. Und jetzt geht's ans Montieren. So, die erste Reihe mit Brettern ist fertig. Hinten fehlen noch zwei, weil wir da noch eine neue Türzarge mit einer neuen Tür einbauen werden. Das ist der nächste Schritt. Aber so sieht es dann aus. Oben, da muss noch die Isolierung rein, klar. Und unten. Morgen geht's weiter. Feierabend für heute.